Hallo meine Hübschen, wir machen heute den This or That Tag und ich habe die Fragen wie immer auf meinem Handy und wir starten einfach mal. Die erste Kategorie ist Make-up und da wird die Frage gestellt, Blush oder Bronzer? Ich würde sagen Blush, Bronzer würde ich schon sagen. Blush, einfach aus dem Grund, weil ich relativ selten Bronzer verwende. So konturiermäßig bin ich ja jetzt auch nicht so der Typ, der das regelmäßig macht. Ich hatte eine Zeit, wo ich das regelmäßig gemacht habe, aber ich habe einfach nur nicht den richtigen Bronzer gefunden. Darum auf jeden Fall Blush. Lipgloss oder Lipstick? Auf jeden Fall Lipstick, weil ich das Gefühl von Lipgloss nicht so gerne mag, wenn das so klebt und dann hast du die Haare drin und dann sind die klebrig und so weiter. Apropos Haare, die sind noch ein bisschen feucht, darum sehen die so aus, wie sie aussehen. Und darum habe ich sie jetzt eben auch ein bisschen aufgemacht, damit sie einfach ein bisschen trocknen können. So, Eyeliner oder Mascara? Auf jeden Fall Mascara, weil Mascara die Augen erst irgendwie vollständig macht. Foundation oder Concealer? Weder noch, ja. Wobei, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Foundation sagen, obwohl. Da kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Ich benutze beides nicht. Neutral or Color Eyeshadow. Das ist übrigens auf Englisch, darum lese ich es auch auf Englisch vor. Kommt auf meine Stimmung drauf an, aber ich glaube im Großen und Ganzen eher colorful. Color Eyeshadow. Weil ich das gerne mag. Man sieht es heute wahrscheinlich nicht so dolle, aber ich habe heute etwas Pink auf den Augen. Hört ihr die Raben? Psst jetzt. Ja, Pink habe ich ein bisschen auf den Augen. Ich trage gern Farbe auf den Augen. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, ne? Jo. Pressed oder Loose Eyeshadow? Pressed einfach nur aus dem Grund, weil ich mit Loose Eyeshadow noch nie wirklich gearbeitet habe und darum dazu keine Meinung habe. Brushes oder Sponges? Da ich kein Make-up verwende, würde ich auf jeden Fall Brush sagen, weil mit dem Pinsel Lidschatten auftragen ist irgendwie einfacher als mit so einem Schwämmchen. Nails ist die nächste Kategorie. Und da wird gefragt, OPI oder China Clays. Von China Clays habe ich nur zwei Nagellacke. Und ja, klar, Flip-Flop Fantasy ist eine absolut Hammerfarbe. Ich glaube auch eine meiner absoluten Lieblingslacke, aber er hält sehr, sehr schlecht. Was für mich jetzt eigentlich nicht groß eine Rolle spielt, weil ich ja jeden Tag meine Nägel neu lackiere, aber im Großen und Ganzen würde ich dann auf jeden Fall OPI sagen. Nails long or short? Long, aber nicht zu lang. Also mit long meine ich so ungefähr, vielleicht ein bisschen länger. Aber ich mag es nicht, wenn die Nägel so richtig, richtig lang sind. Und was ich auch nicht mag, ist spitz. Schon gucken, ob da jetzt noch so eine Frage zu kommt, aber nee. Ich mache gerade so, weil ich hier irgendwie Watte an den Fingern hatte. So, Acrylic or Natural? Auf jeden Fall Natural. Ich mag Acrylnägel nicht sonderlich gerne. Ich finde, das sieht immer recht. Ja, man sieht eben, wenn es unecht ist. Und was ich ganz schlimm finde, kennt ihr die Leute, die dann Nägel haben, die dann hier vorne so auseinandergehen? Wo dann jeder Nagel aussieht wie ein Entenfuß. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Und was ich eben auch schlimm finde, ist, wenn man hier schon so einen Rubbel sehen kann. Ja. Kommt wahrscheinlich eben dann drauf an, wie regelmäßig man sich die Nägel macht. Flower or no flower? Auf den Nägeln. Das kommt ganz drauf an. Ich mag manchmal gerne Blumen auf den Nägeln. Was machen meine Haare denn jetzt? Wachsen hier? Aber es muss auch nicht immer sein. Hallo Strähne, wo bist du denn? Ach, viel weiter vorne. Da. Jo. Jetzt kommen wir zu Body. Perfume or Body Splash? Ich liebe die Body Sprays von Victoria's Secret und ich finde auch das von Yves Rocher den Oberhammer, dieses Manoy. Body Spray. Aber was ich eben daran nicht so schön finde, ist, dass sie nicht so lang halten. Darum Parfum. Jo. Dann Lotion oder Body Butter. An sich Body Butter, obwohl mich das dann immer recht nervt, wenn die so langsam einzieht. Also schwierig. Body Wash oder Soap? Body Wash, weil ich mich, glaube ich, noch nie mit Seife körperlich gewaschen habe. Lush or Other Bath Company? Weder noch.
Ich weiß nicht, ich gehe nicht gern baden, darum habe ich da irgendwie jetzt nicht so viel Freude dran. Ich finde es toll, mir die ganzen Sachen bei Lush anzugucken, aber ich glaube, ich habe mir noch nie was. Doch, das stimmt gar nicht. Ich habe diese eine Body Butter, die eben aussieht wie eine Seife und dann könnt ihr so über euren Körper gehen und dann habt ihr eben die Body Butter auf eurem Körper und die riecht so gut. Also sage ich einfach mal Lush. Fashion. Jeans oder Sweatpants? Zu Hause Sweatpants, außerhalb des Hauses Jeans. Longsleeve or Short? Kommt drauf an. Jetzt habe ich ein Longsleeve an, im Sommer selbstverständlich Short. Dresses or Skirts? Auf jeden Fall Kleider, da aufgrund meiner Figur Röcke bei mir einfach unglaublich grauenhaft aussehen. Die machen meine Hüfte nochmal um 3 Millionen Mal größer und breiter. Darum Kleider. Stripes or Plaid. Wie auch immer, man schreibt so. Ist auf jeden Fall dieses Karo-Muster halt. Stripes. Flipflops or Sandals? Auf jeden Fall Flipflops. Ich glaube, ich bin im ganzen Sommer in 99% der Fälle mit Flipflops rumgelaufen. Ich liebe Flipflops einfach. Scarves or Hats? Scarves. Auf jeden Fall Schal, weil man hat irgendwie nicht so oft eine Möglichkeit, einen Hut anzuziehen. Ich habe auch keinen Hut. Mützen habe ich wohl, aber ziehe ich auch nicht so oft an. Ja. Studs or dangly earrings? Stecker oder lange Ohrringe? Ja, da brauche ich wohl nichts zu sagen, außer lange Ohrringe, Leute. Die habe ich übrigens von meiner Mama bekommen. Fragt mich nicht, woher sie sie hat. Ich habe keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall wunderschön. Necklace or Bracelets? Ja, weder noch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Kette, weil ich Armbänder nicht leiden kann. Mich nervt das, wenn ich dann auf dem Tisch bin und mich da immer was stört. Aus dem Grund trage ich auch keine Uhr. Wobei es jetzt langsam bei meinem Job ganz nett wäre, eine zu haben. Heels or Flats? Auf jeden Fall flache Schuhe, weil ich mit hohen Schuhen nicht laufen kann. Natürlich streckt das die Figur, macht einen irgendwie femininer, beziehungsweise halt eben weiblicher, aber. Ich weiß nicht, ich kann damit einfach nicht laufen. Und dann habe ich auch keinen Spaß dran. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Übungssache, ne? Cowboy Boots or Riding Boots? Weder noch. Ich mag Stiefel nicht gern. Jacket or Hoodie? Das kommt drauf an. Hoodies mag ich sehr gerne. Aber so Jäckchen ziehe ich eigentlich irgendwie öfter an, weil man die schneller an- und ausziehen kann. Ja. Forever 21 oder Charlotte Rushy? Kenne ich beides nicht, beziehungsweise Forever 21 kenne ich vom Namen, aber ich war noch nie in einem. Abercrombie oder Hollister? Weder noch, weil ich einfach nicht mag, wie die sich quasi darstellen. Ja, nee, wie sie sind. Eigentlich mag ich nicht, wie sie sind. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe nicht die super Figur, aber weiß ich nicht, in jedem Laden gibt es ja wohl L als Standardgröße. Und Hollister und Abercrombie sind ja dafür bekannt, zu sagen, sie wollen nicht, dass nicht schlanke Menschen ihre Klamotten tragen. Und darum machen sie erst gar kein L quasi. Das finde ich, weiß ich nicht, ein bisschen diskriminierend. Natürlich kann man abnehmen, braucht mir nicht sagen, aber im Grunde, ja. Was soll das? Zudem haben die sich irgendwie auch schon öfter negativ über Homosexualität geäußert, was ich auch ganz, ganz bescheuert einfach nur finde. Und ja, lauter solche Sachen. Ich mag die beide nicht. Ich würde mir niemals was davon kaufen. Ich meine, es ist ja jedem selbst überlassen, aber meins ist es nicht. Saks Fifth or Nordstrom? Saks Fifth kenne ich nicht. Nordstrom kenne ich, aber habe ich nichts von. Hair. Curly or straight? Ja, beides. Ich hätte gerne schöne Locken. Ich meine, ihr seht jetzt, was das hier für ein komischer Busch schon wieder ist. Ich wünschte, die Haare wären einfach schöner definiert, wisst ihr? Ich hätte gerne diese schönen Engelslöckchen.
dann wäre ich glücklich. Oder eben wirklich glatte Haare, dann würde ich sie auch regelmäßiger auftragen. Aber so ist das irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes und die gehen mir auf die Nerven und dann hängen die sich aus und ach, ich weiß nicht. Aber an sich finde ich Locken schöner. Bun or Ponytail? Bun. Ponytail trage ich nie, sehe auch komisch aus mit solchen, so einem Mob dann hinten dran. Jo, Speicherzeit überschritten. Ich habe ja immer diesen Butt hier hinten. Pferdeschwanz trage ich eigentlich nie. Außer ich habe meine Haare geklättet. Und manchmal trage ich dann am nächsten Tag meine Haare in einem Pferdeschwanz, weil ich das schön finde, wenn die Haare ganz glatt sind und man dann so einen hohen Pferdeschwanz macht. Das mag ich gern. Bobby Pins or Butterfly Clip? Sind die Butterfly Clips diese Krallen? Wenn ja, dann sage ich die. Hairspray oder Gel? Weder noch. Wobei eher Spray als Gel. Long or short? Auf jeden Fall long. Light or dark? Dark. Wobei für Flechtfrisuren hell, weil da sieht das irgendwie mal alles schöner aus. Side-Sweep Bangs oder Full Bangs? Ja, ich hatte euch neulich schon mal gesagt, ich wollte immer so ein seitliches Pony haben. Die finde ich eigentlich ganz cool. Wobei so ein gerades Pony auch ganz toll aussehen kann bei Leuten, die kein so rundes Gesicht haben wie ich. Aber ich würde mich für den seitlichen Pony entscheiden. Up or down? Ja, gerne down, aber aus Bequemlichkeitsgründen up. So, nächstes. Random. Wir sind auch gleich durch. Rain or Sunshine? Auf jeden Fall Sunshine. Ich hasse Regen. Oh, nee, das kann ich nicht leiden. Sonne ist mein Lebenselixier. Ich brauche die Sonne. Ich liebe die Sonne. Ich genieße jeden Moment in der Sonne. Darum gar keine Frage. Die Sonne. Summer or Winter? Auf jeden Fall auch Summer. Winter. Ich hatte das schon mal gesagt. Von mir aus könnte es um Weihnachten rum eine Woche kalt sein und Regen und weiß ich nicht. Den Rest des Jahres brauche ich das nicht. Von mir aus könnte die ganze restliche Zeit 25 Grad haben und höher. Ja, Winter ist für mich komplett unnötig. Fall or Spring? Spring. Einfach weil man weiß, der Sommer kommt dann. Chocolate or Vanilla? Vanilla. Ich mag Schokolade nicht allzu gern. Wenn ich mich entscheiden kann, entscheide ich mich eigentlich fast 99% der Fälle für Vanille. East Coast or West Coast? Yeah. Ich weiß es nicht. Ich war in New York ja neulich. Das war sehr schön. Ich war auch schon in Miami. Da war es auch toll. LA war ich aber auch schon und San Diego und da war es auch ziemlich toll. Es ist sehr schwer zu sagen. Nee, da kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde beides toll. Generell Amerika, ja. Ja. Wobei vielleicht doch lieber West Coast? Nee, keine Ahnung. Jo, das war der This or That Tag. Liebe Lisa, wenn du möchtest, du bist getaggt, du kennst das ja mittlerweile schon. Du bist meine Number One, wenn es ums Taggen geht. Und alle anderen, wie gesagt, ihr könnt auch immer gerne mitmachen. Ihr könnt hier mitmachen, bei Instagram mitmachen. Oder mir einfach in die Kommentare die Antworten schreiben, wie ihr möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Jo, ich finde das toll, dass das Licht noch so schön ist. Es ist mittlerweile 7:03. In einer Stunde wird schon stockdunkel sein. Aber ich habe das irgendwie jetzt gerade hier, glaube ich, ganz gut ausgepeilt. Und ja, wir haben noch Sonne. Ja, ich beende dieses Video jetzt an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ich werde jetzt unbedingt was kochen, weil ich habe so, so großen Hunger. Ich bin seit um 4:30 von der Arbeit raus und habe seitdem eigentlich Hunger und bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ich habe ein paar Videos gedreht und ja, gechillt, Videos geschnitten, getrödelt. Ja, so bin ich. Ich habe unglaublichen Hunger. Ich muss dafür noch einkaufen gehen und ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Und jetzt kocht hier jemand. Leute, irgendjemand hier bei mir im Hof kocht unglaublich lecker. Jeden Abend, obwohl nein, nicht mehr jeden Abend. Das fängt schon mittags an, beziehungsweise schon so gegen 10:30, 10, 10:30. Es ist unglaublich. Man darf diesen Balkon eigentlich nicht mit Hunger betreten, weil dieser Geruch hier hochkommt und es riecht so lecker. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Bin ich mal neidisch, ich will rufen, ich möchte auch was. Ja.
Wie dem auch sei, ich sage jetzt nochmal Tschüss, diesmal wirklich, und bis bald. Tschüss!